Ja, moin Ricardo, schön, dass du hier bist. Wie ist deine Gefühlslage oder eher gesagt eure Gefühlslage so kurz vorm OZ-Pokalfinale? Unsere Gefühlslage generell ist, glaube ich, sehr gut. Also ich glaube, wir müssen uns keine Gedanken machen darüber, wie wir spielen oder ob wir spielen. Wichtig ist, dass wir uns auf das Spiel freuen und dass wir das Spiel natürlich gewinnen. Also positiv alles natürlich. Jeder freut sich, jeder möchte gewinnen. Sehr schön. Wie bereitet ihr euch auf die Partie vor? Wir machen nichts anderes als sonst auch. Natürlich ist das die Anspannung eine ganz andere, als wenn du gegen in der ersten Liga spielst. Das ist ein Pokalfinale, wo dementsprechend auch Zuschauer kommen. Aber normalerweise musst du das dann so annehmen, wie es ist. Also es ist natürlich ein schönes Spiel, wie gesagt. Und darauf freut sich jeder. Und was erwartest du von der Partie? Alles andere als ein Sieg natürlich eine Enttäuschung. Nein, also Hauptsache wir gewinnen. Also ich möchte gewinnen, jeder möchte natürlich gewinnen, der Verein möchte gewinnen, von daher erwartet nichts Besonderes, also Hauptsache wir gewinnen. Genau, richtige Einstellung. Wie schätzt du Norderstedt ein? Wo liegen die Stärken von ihnen und ja, wo die Schwächen? Wie können wir sie knacken? Ach, ich brauche, das ist immer so, die gegnerische Mannschaft, ja, wir werden auch sicher Fußball spielen können, aber ich denke, wir sollten auch gucken, auf unsere eigenen Stärken gucken. Also wir können auch gut Fußball spielen, wir sind eine gute Mannschaft und wenn wir alles geben, das was wir können, machen wir keine Gedanken, was steht. Dann machen wir nur Gedanken uns selbst und dann werden wir schon noch gewinnen. Perfekt. Und was ist dir lieber, Aufstieg oder OZ-Pokalsieg? Was ist mir lieber? Natürlich muss ich die Wahl haben, lieber oder nicht. Kannst auch sagen beides. Natürlich würde ich sagen beides, aber wenn du mich wirklich fragst, lieber, dann würde ich natürlich lieber aufsteigen als Pokal zu gewinnen, weil dann hast du längerfristig was davon, dann hast du eine schöne Nacht vielleicht, kurzfristig, aber die nächsten Spiele stehen ja schon an. Von daher kann eigentlich groß was gemacht werden. Wunderbar, vielen Dank.